Herzlich willkommen zurück. Diesmal nicht im entlegenen Russland, sondern im sonnigen und schönen Kuba. Und wer tanzt eigentlich zum Teufel da hinten in der Ding rum? Die Patienten scheinen ja gut in der Nervenklinik drauf zu sein. Naja, okay. Dann wollen wir mal sehen, wer bist du? Der Pförtner. Habe da noch irgendetwas, was hier draußen rumliegt? Nein. Also wir sind Nina Kalenko, Jenimo Frau hier. Ja, was ist hier eigentlich vom Beruf? Abenteurerin inzwischen. Wir suchen unseren Vater, der möglicherweise entführt, auf alle Fälle ganz sicher verschwunden ist. Wir wissen inzwischen, dass er an einer Expedition in Russland teilgenommen hat, die er gegen den Willen der Machthaber organisiert hat. Und dabei ist etwas Fürchterliches passiert. Eins der Expeditionsmitglieder wurde irgendwie von einem hellen Blitz getroffen und wurde dann später hier in diese Nervenheilanstalt in Hospital Psychologico, ja, in Kuba eingewiesen. Und wir, Manuel Perez, und wir wollen jetzt unbedingt wissen oder wollen ihn treffen und fragen, ob er uns was sagen kann zu den damaligen Problematiken oder beziehungsweise ob er uns doch auch zu unserem Vater einfach was sagen kann. Aber okay, zuerst. Der Pförtner sieht ja wirklich abgefahren. Werden wir uns mal mit diesem Pförtner hier unterhalten. Schönen guten Tag. Ich suche das Sanatorium unter Palmen. Bin ich hier richtig? Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, zumindest dem Namen nach sind Sie hier richtig. Dem Namen nach? Naja, mit Institutionen ist es dasselbe wie mit Parteien. Der Name ist nicht immer Programm. Wieso? Sind doch eine Menge Palmen hier. Ja, Palmen gibt es hier. Aber lassen wir das. Ich habe schon viel zu viel geredet. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun kommen Sie schon. Was ist hier los? Was stimmt nicht? Gar nichts. Ich meinte alles. Ach, egal. Also, was wollen Sie? Schade. Ich suche einen gewissen Manuel Perez. Soll hier Patient sein? Ja, kann schon sein. Ich kenne die Patienten nicht. Gehen Sie vorne links zum Empfang. Da kann man Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen. Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, seien Sie vorsichtig. Was? Wieso? Nur so. Sie sehen so aus, als hätten Sie die Warnung nötig. Aber wie dem auch sei, ich muss jetzt weitermalen. Viel Glück! Ja, man sollte vielleicht auch in Kuba nicht allzu viel fragen. Das fällt ein bisschen auf. Fragen wir mal nach seiner Malerei. Sie malen während Ihrer Arbeitszeit? Ja, klar. Wenn mal gerade nichts zu tun ist, male ich ein paar Bilder. Einige davon werden dann zur Dekoration in die Klinik gehängt. Ist denn so wenig zu tun? Was glauben Sie denn? Hier gibt's keinen Sommerschlossverkauf, wo sich Tausende bereits am Abend vorher anstellen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier und Sie sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind Sie der dritte Besucher. Oh, was malen Sie denn so? Oh, eigentlich alles. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ist alles nicht sonderlich viel. Irgendwann gehen einem die Motive aus, wenn man immer nur von einer Position aus malen kann. Ich habe mittlerweile sämtliche Palmen, Grashalme und selbst die Schmetterlinge in ihren unterschiedlichen Flügelstellungen gemalt. Allmählich wird's öde. Dabei habe ich extra langsam gemalt. Früher hatte ich ein Bild in 30 Minuten fertig. Heute lasse ich mir 30 Stunden Zeit. Nur, um möglichst lange das Problem des nächsten Motivs vor mir herzuschieben. Ja, das ist natürlich Problematik im Job. Dann wünsche ich Ihnen, was soll ich Ihnen wünschen? Wünschen Sie mir ein Unwetter. Vielleicht fallen ja ein paar Palmen um. Dann hätte ich mal ein neues Motiv. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen ein Unwetter. Danke. Und wenn Ihnen ein tolles Motiv über den Weg läuft, dann bringen Sie es mit. Da fiel mir was ein, aber wir sind ja hier jugendfrei. So, fragen wir jetzt mal Sie zur Anstalt. Sie sagten vorhin, dass irgendwas mit dieser Anstalt nicht stimmt. Das will ich jetzt nicht unbedingt nochmal fragen. Ich? Nein, das habe ich nie gesagt. Aber das Wetter ist schön heute, oder? Ja, wunderschön. Hab schon verstanden. Ja, Nina, das kann ja wohl nicht sein, dass du so etwas... Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Genau. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Okay, was können wir uns denn hier anschauen? Hier entstehen die künftigen Meisterwerke der zeitgenössischen kubanischen Malerei. Ob diese zu Recht eher unbekannt sind, darüber mögen andere entscheiden. Na gut, Che, natürlich im Hintergrund. Aber zum Tor wollen wir nicht. Wir werden uns jetzt mal... Ah, jawohl, ja...
Ach, das ist die Empfangsdame und gar keine Patientin. Tja, in Kuba ticken die Uhren eben anders. Da macht man sich's noch auf der Arbeit so, dass es Spaß macht. Na, lass dich mal tanzen, was können wir hier schauen? Hier steckt eine ganze Reihe von Fachzeitschriften aus der Fakultät der definitiven Relativität. Aus der was, bitte sehr? Ich nehme mal eine mit. Die Auswahl erfolgt nach der erprobten Systematik des Zufalls. Ah ja, okay, jetzt haben wir eine Zeitung, da kann man nichts machen. Was war mal, was können wir hier hin? Ei, wer bist du denn? Ein Patient! Okay, das Grammophon. Die neueste von Toktik produzierte Scheibe liegt drauf. Coole Nummer. Wer auch immer Toktik ist. Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich ihr einfach die Musik abdrehe. Das gehe ich auch mal von aus. So, können wir die Brille nehmen? Wozu auch immer wir sie brauchen. Okay, Teddy. Der ist so süß. Ja, um dahin zu kommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird es hier wohl ein Gemetzel geben. Da gehe ich mal von aus. Der Pförtner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Ja, das ist aber nicht unbedingt ein Naturgemälde, obwohl natürlich, wenn man nichts anhat, ist es schon irgendwo sehr natürlich. Aber das kriegt er als Motiv und dann hat er Probleme. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Okay, hier müssen wir nicht rein, aber den Teddy müssen wir rein. Den kann man nämlich nehmen. So, ein Kopiergerät. Tja, so war um dahin zu kommen, müsste ich durch das... Ja, das ist mir schon klar. Kartenhaus. Hübsch, da steckt bestimmt eine Menge Arbeit drin. Das wollen wir nicht umreißen. Er macht mit seinem Teddybärenhemd einen merkwürdigen Eindruck. Ich weiß nicht warum, aber er macht mir echt Angst. Echt, er macht mir echt Sorgen, wie er da liegt. Aber wir scheinen ja mit ihm sprechen zu müssen. Außerdem ist er langsam... Ihm fallen die Haare schon aus hier in dem Laden. Hallo, hübsches Kartenhaus bauen Sie da. Ja, und jetzt Ruhe, sonst fällt das Ding wieder zusammen. Kopierer, Kartenhaus. Na gut, fragen wir erstmal zur Anstalt. Diese Anstalt macht einen etwas, nun ja, seltsamen Eindruck. War das schon immer so? Können Sie mir ein bisschen was erzählen? Vielleicht ist Ihnen was Besonderes aufgefallen. Klar kann ich, aber ich will nicht. Sonst geht es mir wie... Ach, egal. Nein, ganz und gar nicht egal. Sonst ergeht es Ihnen wie wem? Wie es Leuten halt so geht, die zu viele Fragen stellen. Janina, das solltest du doch inzwischen wissen, was da schnell passieren kann. Was willst du mit dem Kopierer von ihm? Den Kopierer kann ich nicht zufällig mal kurz benutzen, oder? Doch, klar. Zerstören Sie mein Kartenhaus. Nehmen Sie mir meinen Ruhm, meinen Stolz, den letzten Rest meiner Selbstachtung. Das Fünkchen Hoffnung in meinem tristen Alltag. Das bisschen... Ja, ja, schon gut. Ich werde einfach warten, bis Sie fertig sind. Was willst du denn eigentlich kopieren? Wir haben gar nichts dabei, die Zeitung oder was? Ach. Sie sehen ein bisschen verbissen aus. Kriegen Sie Geld für dieses Kartenhaus? Geld? Nein, kein Geld. Aber Ruhm. Ich werde es meinen Vorfahren gleich tun und in die Geschichte eingehen. Als Kartenhausbauer? Ja, auch Shea hat mal so angefangen. Shea? Che Guevara? Nein, Chevrolet. Schon gut, hab's verstanden. Ich gehe ja schon. Okay, ich muss mich sowieso beeilen, bevor das Erdbeben wieder einsetzt. Erdbeben? Ja, jeden Mittag. Kurz bevor ich das höchste Kartenhaus der Welt vollendet habe, kommt ein Erdbeben und macht alles wieder kaputt. Aber dieses Mal werde ich es schaffen. Tja, Gespräch beenden, ich glaube, senslich. Passen Sie auf, dass Ihr Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ist der ja, für uns wirklich Sie nicht? Passen Sie auf, dass mein Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ja, was willst du eigentlich kopieren? Die Zeitung. Eine Zeitschrift mit dem vielsagenden Titel Hier werden Sie geholfen. Eine Zeitschrift für Rhetorik. Ja, das ist klar. Oder die Brille vielleicht kopieren oder was? Die dürfte etwa 4 bis 5 Dioptrien haben. Der Besitzer müsste demnach ohne diese Brille überall gegenlaufen. Ja, also hier kommen wir an nichts ran, sonst haben wir ja auch nichts mehr. Der Pop ist von dem Mädel hier an der Wand. Ist sie das hier hinten? Ja, da würde ich mal sagen, wir kommen nicht rum und müssen uns mal mit ihr auseinandersetzen. Kein Wunder, dass viele Männer Krankenschwesterfantasien haben.
Am Empfang nur eine Krankenschwester. Ja, Fantasie könnte ich da auch bekommen. Okay, gehen wir mal hin. Ja, du sollst mit ihr quaken. Hallo? Schönen guten Tag. Hallo. Ich suche einen gewissen Paris, Manuel Paris. Er müsste hier Patient sein. Kann ich ihn sprechen? Paris? Ja, der ist hier. Wer sind Sie denn? Ich bin Nina Castro. Besser, ich verrate nicht der ganzen Welt meinen Namen. Ja, vor allem mit so einem Nachnamen. Castro passt natürlich in Kuba. Zu viel Vorsicht immer noch besser als zu wenig. Naja, gut. Tut mir leid. Ohne Sondergenehmigung kommen Sie hier nicht rein. Es wäre aber wirklich wichtig. Wichtig? Wirklich wichtig ist, dass ich meinen Job behalte. Und meine Gesundheit. Und natürlich mein überragendes Aussehen. Ja, das ist wirklich wichtig. Ja, ich verlange doch nicht von Ihnen, dass Sie ihn freilassen. Ich will nur kurz mit ihm reden. Hören Sie, Schätzchen. Seitdem Senor Gartuso hier das Sagen hat und diese Nicole Charleroi als Chefin eingesetzt wurde, müssen wir alle sehr gut aufpassen. Massimo Gartuso? Dieser amerikanische Milliardär mit seinem riesigen Mobilfunkkonzern? Eben jener. Und auch in Kuba gilt, wer die Zeche zahlt, bestimmt, was getrunken wird. Tja, so ist es überall. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, sprach mal was zur Musik. Die Musik ist ganz schön laut. Ja, klasse, nicht wahr? Hab die Scheibe ganz neu und höre sie seit 3 Tagen rauf und runter. Die hält mich ordentlich in Schwung. Damit macht sogar das Putzen Spaß. Eigentlich wollte ich ja Tänzerin werden. Aber der Markt ist in dieser Region ziemlich überfüllt. Das denke ich mir auf Kuba. Also musste ich eine neue Disziplin erfinden. Rhythmisches Putzen. Ich putze genau zum Takt der Musik. Hilft auch sehr gut gegen Müdigkeit. Vor ein paar Wochen bin ich drauf gekommen und perfektioniere seitdem meine Technik. Mal sehen, wenn das mit der Politik nicht klappt, werde ich vielleicht ein paar Kurse für Hausfrauen anbieten. Ich glaube, der Markt dafür dürfte ziemlich groß sein. Ja, ganz bestimmt. Rhythmisches Putzen. Okay. Massimo Gartuso kauft sich eine Irrenanstalt in einem verschlafenen Nest in Kuba. Finden Sie das nicht ein bisschen seltsam? Ich habe so meine Vermutungen, aber die behalte ich besser für mich. Kommen Sie, es könnte wirklich wichtig sein. Nichts ist so wichtig, dass man dafür so endet wie... Ja? Nichts. Meinen Sie nicht auch, dass rhythmisches Putzen eine großartige Geschäftsidee wäre? Ja, meine ich auch. In dieser ganzen Anstalt passieren so viele seltsame Dinge. Vor allem, wenn man das noch in der Kombination mit nacktem Putzen macht, denke ich, dass wir der Burner werden. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier um eine ganz große Sache geht. Leider sagt mir mein Gefühl nicht, um was für eine. Gut, die neue Chefin Nicole Charleroi. Haben Sie Angst vor Ihrer Chefin? Ich? Wieso sollte ich? Ich hatte so den Eindruck. Der täuscht. Der täuscht ganz bestimmt. Die will doch reden. Ich muss sie nur noch ein wenig kitzeln. Die Chefin ist doch gar nicht da. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Ja, das hat Pedro auch gedacht. Und dann? Und dann? Nichts. Lassen Sie mich in Ruhe. Diese Nicole Charleroi setzt die Mitarbeiter dermaßen unter Druck, dass die sich vor Angst fast in die Hose machen. Hoffentlich muss ich mich mit der nicht auch noch auseinandersetzen. Ich befürchte mal doch. Tja, Thema Politik. Sie sagten irgendwas von, wenn das mit der Politik nicht klappt. Sie sind Politikerin? Noch nicht. Die Betonung liegt aber auf noch. In 2 Wochen sind Wahlen und da will ich antreten. Als Politikerin? Ja, klar. Spricht irgendwas dagegen? Nein, bestimmt nicht. Und besser als Angela siehst du auf alle Fälle aus. Ja, ich denke schon. Ich sehe umwerfend gut aus und 20% der Wähler habe ich schon, sagen wir mal, überzeugt. Oh. Aber ich will ja nicht nur eine von vielen sein. Ich will Bürgermeisterin werden. Leider fehlen mir dafür noch ein paar Stimmen, aber die werde ich schon noch kriegen, wenn ich nur wüsste, wie... Ach, Bürgermeisterin soll es gleich sein. Wie bescheiden. Wie ist denn Ihr Wahlprogramm? Wahlprogramm? Liest doch eh keiner. Problem ist nur, dass ich nur noch 2 Wochen habe und mir fehlen noch 120 Männer. Ja, das könnte knapp werden. Vielleicht sollten Sie es doch einmal mit einem Wahlprogramm versuchen. Ach, was, viel zu aufwendig. Und da interessiert sich eh keiner dafür. Ich müsste einfach mehr Leute gleichzeitig von meinen Qualitäten überzeugen können. 14 Tage, 120 Männer. Sie meinen... Tja, haben Sie eine bessere Idee? Ich werde mal überlegen. Wenn mir was einfällt, sage ich Ihnen Bescheid. Das sind dann im Schnitt 8 am Tag. Milde, hast du natürlich was vorgenommen? Am Stück? Ach, Gott. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Ja. Gut. Durchgang. Wo kommen wir hier?
Zutritt nur für Personal. Das war zu befürchten. Was haben wir hier unten noch? Was haben wir denn hier? Ein Poster. Eine Einladung zum DIA-Vortrag Traditionelle Herstellung von Zigarren. Aha. Tja, da kommen wir nicht weiter. Sie tanzt. Zeitung haben wir mitgenommen, sonst ist ja nichts mehr drauf. Dann würde ich sagen, wir müssen den Hinterhof. Nein, nicht dahin, dahin. So, was haben wir denn hier? Einen Türrahmen. Da sind riesige Kerben drin. Sieht so aus, als ob jemand wie wild mit einer Axt darauf eingeschlagen hätte. Hoffentlich begegne ich diesem jemand nicht. Ja, das wohl war. Ein Zettel. Wäschedienst. Nächster Abholtermin Dienstag 14.30 Uhr. Okay, wisst nur gar nicht, was mit Dach heute wäre. Und was haben wir hier oben für einen Zettel? Da steht drauf, Vorsicht, der Anstaltsleitung wurde gemeldet, dass sich in letzter Zeit seltsame Gestalten in schwarzen Roben in der Nähe der Anstalt rumgedrückt haben. Wer etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches beobachtet, hat dies umgehend der Anstaltsleiterin Dr. Charleroi zu melden. Gestalten in schwarzen Roben? Die scheinen mich wirklich überall hin zu verfolgen. Kuba ist katholisch. Ich muss endlich rauskriegen, wer die sind und was die eigentlich wollen. Da würde ich vielleicht mal der nächsten Kirche nachfragen. So, hier haben wir einen Container. Der ist voll schmutziger Wäsche. Okay, das ist das Wäschezeugs. Die haben ja ganz schön Holz vor. Nein, der ist mir zu flach. Ja, gut, aber wie ich sehe, darfst du etwas von dem Holz nehmen. Weil du hast genug Holz vor der Hütte. So. Holzscheite. Die Scheite sind ziemlich kaputt. Derjenige, der das Holz gehackt hat, legt offenbar mehr Wert auf Gewalt als auf Präzision. Ja, genau so hat er sich anscheinend hier an der Tür ausgetobt. Jetzt haben wir hier noch einen... Ratatazong, Ratatazong, weg ist der Balkon, ja. Dong. Der Bauarbeiter dürfte wenig begeistert sein, wenn ich ihm sein Spielzeug wegnehme. Das ist anzunehmen, also müssen wir uns mal... Er macht gerade Pause. Völlig untypisch für einen Bauarbeiter. Ja, vor allem untypisch für einen Bauarbeiter auf Kuba... Aber bei dem schönen Wetter würde ich auch Pause machen. Hilft aber nichts. Er muss jetzt ran und mit uns reden. Wer kreischt denn da? Gehören Sie zum Personal? Ich? Nein, Gott bewahre. Ich soll den Hof asphaltieren. Dazu muss ich den alten Belag aber erst einmal entfernen. Üble Schufterei bei der Hitze, das kann ich Ihnen sagen. Kann ich mir vorstellen. Apropos vorstellen, ich bin Nina. Sehr erfreut, man nennt mich Bernhard. Bernhard mit so einem deutschen Namen auf Kuba? Aha. So, was? Ja, fragen wir erstmal zur Arbeit. Warum soll der Hof eigentlich asphaltiert werden? Sieht doch noch ganz gut aus. Bei uns gibt's Straßen in deutlich schlechterem Zustand. Keine Ahnung. Sie haben schon recht. Eigentlich lohnt sich das hier gar nicht. Wegen ein paar Patienten. Naja, mir soll es egal sein. Wer hat Ihnen denn den Auftrag gegeben? Irgend so ein Italo-Amerikaner. Massimo Gattuso oder so ähnlich. Massimo Gattuso? Ja, er will, dass der Hof in 3 Tagen fertig ist. Völlig unrealistisch. Aber Sie wissen nicht, warum dieser Hof asphaltiert werden soll. Nö. Seltsam. Wieso lässt jemand wie Massimo Gattuso den Hinterhof einer Klapsmühle in einem kubanischen Kaff asphaltieren? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wenn da ein Hubschrauber oder sowas landen sollte, kann er das eigentlich auch hier drauf machen? Oder soll was angeliefert? Das verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Okay, geh mal ins Gespräch. Ist Ihnen an der Anstalt irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Was soll schon ungewöhnlich sein? Ein paar geistig nicht ganz frische und ein paar Ärzte auf engem Raum. Irgendwann sind dann Ärzte und Patienten kaum noch voneinander zu unterscheiden. Das Gefühl habe ich immer bei Hundebesitzern. Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Außer, dass da drinnen ständig einer schreit, kreischt und sonstige seltsame Geräusche von sich gibt. Wenn ich ehrlich bin, macht mir die Anstalt schon ein bisschen Angst. Können Sie das etwas genauer beschreiben? Ich weiß nicht genau. Ich mag es hier einfach nicht. Sobald es dunkel wird, sehe ich zu, dass ich hier wegkomme. Und da rein würden Sie mich für kein Geld der Welt kriegen.
Ein Typ wie er gibt einfach so zu, dass er ohne einen wirklich ersichtlichen Grund Angst hat? Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich mich hier weiter umsehen will. Wohl wahr, wohl wahr. Pause. Peres, Bachfeld. Gut, zu deiner Pause. Ihre Pause, die... Die gönnen Sie mir wohl nicht, was? Aber sicher. Doch, klar. Gut. Die ist nämlich eh schon viel zu kurz. Bald wird die Alte wieder rauchen und dann geht's weiter. Wie meinen? Die Köchin. Bei der qualmt es dann wieder schwarz aus dem Schornstein da hinten. Und dann muss ich weitermachen. Rauch als Zeichen zum Aufbruch? Sowas in der Art kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben Sie keine Uhr? Nö, brauche ich auch nicht. Die Alte ist auf die Sekunde pünktlich. Aha, also da kommt Rauch raus. Ich denke mal, jetzt macht die Zeitung schon mal Sinn und das Holz, was wir dabei haben. Dann fragen wir mal zur neuen Chefin. Sagt Ihnen der Name Nicole Charleroi was? Nicht wirklich. Sie ist wohl die Chefin hier. Die müssten Sie doch eigentlich kennen. Ach, die? Oh Gott, bleiben Sie mir bloß weg mit der. So schlimm? Schlimmer. Sieht ja ganz nett aus, ist aber irgendwas zwischen Ekelpaket und Hausdrachen. Charmant. Sie haben mich gefragt, soll ich etwa lügen? Nein. Haben Sie sie näher kennengelernt? Glauben Sie mir, es gibt nur wenige Sachen, an denen ich noch weniger Interesse habe. Tja gut, weiß er denn was über den Patienten Peres? Kennen Sie einen Manuel Peres? Wer soll das sein? Einer von da drin. Ein Patient? Ja. Keine Ahnung. Mit denen habe ich keinen Kontakt. Verbot der Anstaltsleitung. Okay, wo kommt denn dein Sprachfehler Sie her? Sie haben ja eine blöde Frage, aber Nina. Kleinen Sprachfehler. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Ursache dafür in einem Kindheitstrauma liegt? Oder hat Ihre erste Freundin Sie enttäuscht? Welche tragische Geschichte verbirgt sich dahinter? Nina, sowas fragt man doch nicht. Haben Sie mal 10 Stunden mit einem Presslufthammer gearbeitet und dann versucht, halbwegs normal zu sprechen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hab ich mir gedacht, sonst würden Sie solche Fragen nicht stellen. Tja, okay. Dann genießen Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Also wie ich das sehe, müssen wir ihn irgendwie wegkriegen. Dazu muss hier Rauch rauskommen und ich nehme an, dazu müssen wir irgendwo hinten durch die Tür. Wir haben ja eine Zeitschrift, die Brille, vielleicht kann man die als Lupe zum Anzünden nehmen oder sowas, hier keine Ahnung. Und Holzscheite. Gut, nur fängt er dann wieder an zu arbeiten. Was hilft uns das? Ja, es ist laut, man kann uns vielleicht, das wird alles abgelenkt. Und ich nehme mal an, was der eine Patient, der eben gesagt hat, mit dem Erdbeben, das beruht vermutlich auf dem Presslufthammer. Und wenn der hier richtig loslegt, bricht ihm dann dein Kartenhaus zusammen. Das würde ich sagen, wäre für mich jetzt soweit logisch. Aber bevor wir jetzt starten und da hinten reingehen, das sind schon wieder 23 Minuten rum, sagen diese Folge beenden wir hier und danach schauen wir uns in der kommenden Folge mal im Klinikum um. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Start in die Woche. Würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Bye bye und ciao. Ja, herzlich willkommen in Kuba mit einer etwas gesonderten Arbeitsmoral. Der Pförtner, der angeblich keine Motive hat, sitzt am Rand und hat dann doch schon 3 Besucher erlebt in, 3-4 Jahren. Die unsere putzende, tanzende, irgendwas Krankenschwester, die Bürgermeisterin werden will und dazu noch 120 Stimmen von Männern braucht und sich überlegt, wie sie die in 14 Tagen rumkriegt. Das überlege ich mir allerdings auch gern. Mir würde ja was einfallen, aber das wäre jetzt einfach hier nicht mehr zu hart. Und letztendlich noch ein Bauarbeiter, der seiner Pause frönt und ansonsten mit seinem Presslufthammer irgendwie den Hof aufreißt. Tja, aber wir müssen rein in die Klinik. Peres ist da, das wissen wir nun genau. Ab und zu scheint er auch da rumzuschreien. Ich hoffe, er erkennt uns noch oder beziehungsweise er weiß noch was über unseren Vater. Aber das klären wir erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal ab. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.